Es geht nämlich um Twitch, es geht um einen Community-Server, es geht um meinen Kanal, es geht um mein Real Life, es geht einfach um alles. Deshalb schaut doch dieses Video ein bisschen an, bitte an, es geht nicht allzu lang auf jeden Fall, aber es ist wichtig. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jo, hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer Runde 64 SG auf den Gamma.de.net Server. Ich bin ja wieder im Teams erlaubt Variante und ja, ich bin euch wahrscheinlich erstmal verarscht, weil das ist ja gar nicht live, was ich aufnehme. Jo, heute ist mal wieder nachkommentiert, gab es ja schon das länger nicht mehr. Das ganze Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, ist aufgenommen von mir schon vor etwa einem Monat oder so, dass man aufgenommen ich und Kevin und mit dem Wolf. Und ich fand die Runde einfach geil und habe sie halt, also sie war nicht gut, aber sie war auch nicht schlecht. Und ich dachte einfach, ja, man kann es verwenden für ein Gameplay, wenn man mal wieder eines braucht. Gut, Junge, was geht's heute? Ich wollte eigentlich alle Dinge, die ich in der Bedros-Folge vom Sonntag vergessen habe, anzusprechen, weil ich habe so gut wie alles vergessen dabei. War wirklich richtig, richtig verplant damals. Ja, ich möchte heute einfach die Dinge ansprechen, weil sie sind sehr wichtig. Es geht nämlich um Twitch, es geht um einen Community-Server, es geht um meinen Kanal, es geht um meinen Real Life, es geht einfach um alles. Deshalb schaut doch dieses Video ein bisschen an, bitte an, es geht nicht allzu lang auf jeden Fall, aber es ist wichtig. Gut, beginnen wir mit dem ersten Thema, was vielleicht auch den meisten oder vielen von euch schon aufgefallen sein dürfte, ist, ich habe einen neuen Kanalbanner und neue Thumbnails. Ja, die Thumbnails, die hat mir Gaming Woman HD gemacht, beziehungsweise eine Vorlage dafür. Eigentlich hat sie mal eine Vorlage, oder eigentlich ist das die Vorlage, ja, kann ich auch öffentlich oder gut sagen, ja. Eigentlich ist das die Vorlage von Minecraft Shine für Riode gewesen, erstmal. Aber ich habe die dann, also sie hat sie mir dann einfach geschickt und ich habe dann einfach gesagt, ja gut, okay, gefällt mir, ja, ich ändere das selbst noch ab und ja, ich habe jetzt ein bisschen noch was abgeändert am Ende. Und ja, jetzt habe ich halt so eine neue Thumbnail-Vorlage dadurch gekriegt und ja, wirklich danke an Ilka, also GameWoman.at. Link zu ihr steht auch in der Beschreibung, ihr dürft sie auch gerne anschreiben, wenn ihr mal was wollt von ihr oder so, also nicht Kinder natürlich, ja, nicht Spaß, ja, und den Kanalbanner, Moment, da muss ich kurz nachschauen, wie man den gemacht hat, tut mir leid, das ist jetzt gerade vergessen, ja, Moment, aber das geht ganz schnell, so, ansehen, hier, und dann müssen wir nach unten scrollen, sieht man das hier irgendwo. Genau, hier, der Lunox. Lunox haben wir den Kanalbanner gemacht. Ich packe euch den Link zu ihm auch mal in die Beschreibung. Er macht auf jeden Fall sehr, sehr coole Banner. Und hat auch schon für andere YouTuber ein bisschen Stuff gemacht, wirklich. Eine geile Aktion, Dankeschön an dich auf jeden Fall auch. Und jo, damit hören wir so, was den Kanal betrifft, bei dem angelangt. Dann auch noch, es sind bald Sommerferien, um genau zu sein, habe ich ab dem 3. Juli, glaube ich, ist das, genau, Freitag, 3. Juli, ab dann habe ich Sommerferien und ab dann wird es wahrscheinlich wieder täglich Videos geben, während den Ferien, mal sehen, wie sich das dann entwickelt, aber ich hätte auf jeden Fall Bock, wieder täglich Videos zu machen, ja, das dazu. Dann, nächstes Thema betrifft Twitch und zwar haben wir heute den Mittwoch, den 17.06. müsste das sein, genau. Und wir haben vorgestern ist das bei euch schon, am 15.06. die 10.000 Follower geknackt auf Twitch. Holy shit, Leute, eine fünfstellige Zahl. Eine fünfstellige Zahl an Leuten haben auf den Follow-Button bei mir auf Twitch gedrückt. Oder bei uns. Und ich finde das wirklich, ganz ehrlich, ich finde das krass. Weil, ja, die Situation, wo wir die 10.000 geknackt haben, war erstmal auf jeden Fall lustig. Und es gab noch einige geile Momente auf jeden Fall. Ich werde auch schauen, dass ich das Ganze hochlade auf YouTube noch oder das halt noch ausschneide. Weil ich finde, sowas gehört auch auf YouTube, da darf man auch mal einfach zeigen. Jo, wir gehen nicht nur hier auf YouTube ab, sondern auf Twitch, da läuft es schon viel, viel eher. Und ja, also wer es immer noch nicht weiß, ja, ich streame sehr, sehr oft. Und wie gesagt, wir haben jetzt die 10.000 Follower geknackt. Richtig krasse Sache auf jeden Fall. Ja, und das wird in den Sommerferien natürlich auch auf Twitch Tech-Streams geben. Gut, dann das letzte Thema, glaube ich. Ich glaube, es ist das letzte. Das wäre Community-Server. Denn, wie einige erfahren haben, haben ja die Welt oder die Freebind-Welt auf dem Community-Server resettet. Und ja, das einfach, weil die alte Welt so krass zergrieft war. Einfach nur da. Man konnte kaum mehr irgendwie schön spielen. Und dann einfach eine neue Welt draufgesetzt, weil niemand oder fast niemand hatte mehr Bock überhaupt so zu spielen.
Und deshalb haben wir jetzt auch Folgendes gemacht. Wir haben eine neue Whitelist drauf. Das heißt, wir haben alle Leute, oder nicht ganz, aber sehr, sehr viele, fast alle Leute, von der Whitelist gelöscht. Und man kommt jetzt nicht mehr einfach auf die Whitelist, wenn man Follower auf Twitch ist und Abonnent auf YouTube. Nein, das reicht nicht mehr, um auf die Whitelist zu kommen. Sondern, ich muss einfach euch vertrauen können. Und das haben wir mit dem Server-Team auch ein bisschen so bereits besprochen. Also nur noch Personen auf dem Server whitelisten, wo ihr sagen könnt, ja, das sind korrekte Leute, denen können wir vertrauen und die werden nicht mehr irgendwelche Scheiße anrichten. Und ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, ja gut, und wie geht das dann am Ende? Wie merkt Mutti, dass ich dir vertraue oder so? Ganz einfach, es kommt darauf an, wie ihr euch bei mir im Stream verhaltet, für die Leute, die über Twitch reinkommen möchten. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr über Twitter reinkommt, je nachdem wie aktiv oder wie freundlich ihr zu mir auf Twitter seid. Ja, und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, über YouTube reinzukommen, ganz einfach. Wenn man aktiv in den Kommentaren ist und ich auch an den Kommentaren ungefähr merke, ja, was ihr für eine Person seid, dann werde ich auf euch zukommen und euch whitelisten. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr bewerben, ihr müsst euch auch nicht anmelden oder so, sondern wenn ich einfach schon weiß, ja, wenn ich auch euren Ingame-Namen oder sowas weiß, dann werde ich euch einfach whitelisten und dann anschreiben. Ja, und ich denke, ich werde einfach ungefähr so 20 Leute pro Woche jetzt erstmal whitelisten und danach dann vielleicht weniger oder mehr, je nachdem. Aber wie gesagt, wenn ihr auf den Community-Server wollt, dann erzählt eure Aktivität und nicht irgendwie sonst irgendwas. Und das heißt auch, dass ich auf euch zukommen werde und dass ihr auch nicht mehr irgendwie oder so werben müsst. Das ist das, was den Community so betrifft. Ja, das Video geht jetzt doch etwas länger. Und das Gameplay war leider schon vorbei, aber okay. Hört jetzt an, Leute. Lasst eine positive Wertung da. Wir sehen uns morgen um 18.30 Uhr beim Stream wieder. Vielleicht, ja, ich glaube, morgen geht es schon ein bisschen früher los. Vielleicht geht es morgen schon so etwa 17.30 Uhr los, ich weiß nicht. Und ja, ich muss schauen. Samstag gibt es bestimmt wieder ein Video. Eigentlich wollte ich einen Community-Server noch vorstellen heute von jemand anderem, aber ich glaube, das machen wir dann am Samstag, weil dann weiß ich schon, was ich dann vorproduzieren kann. Ja, ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und tschüssi!